Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skellige und endlich, wir sind hier noch bei Zu Ehren der Toten, dem Quest der Gefährten. Als Mitglied des Zirkels musst du in die Tiefenschmiede und Pipapo trifft dich mit dem Zirkel und wir werden da runterlaufen jetzt schnell. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal anklingen habe lassen. Tiefenschmiede ist hier, ja. Ich habe eine Schelte bekommen, dass ich bei einem Zwischenquest einfach nur durch Überreden gewisse Aufgaben übersprungen habe. Nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Vilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihm gerecht. Kodlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kodlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kodlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Die Elfen herrschen einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserer Schildschwester hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kodlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskramor aufzubrechen. Für Kodlak. Abgeschlossen. Begib dich mit dem Zirkel zu Iskramors Grab. Okay, Leute, und fort sind sie. Husch, husch, husch. Ja, verflixt nochmal. Wir müssen da jetzt wieder mal raus. Ja, öffnen wir Eislauf. Das ist eine versteckte Tür, Leute. Die kann man nicht einfach so sehen. Ja, ich wurde unterbrochen. Ich habe eine Schelte bekommen, weil ich eben gewisse Sachen ausgelassen habe bei dem Zwischenquest durch Überreden. Und das werden wir in Zukunft auch lassen. Wo ist denn das? Da oben. Rechts, 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 rechts. Winterfeste, da runter müssen wir. Okay, ich mache hier einen kurzen Schnitt, speichere mal kurz ab und schenke mir was nach und dann werden wir uns einfach dort wieder finden. Okay, Leute, bis gleich. So, Leute, gespeichert und wir sind hier auf dem Weg zur Winterfeste und dann schauen wir mal, wie wir dorthin kommen, zu Fuß und allein. Ja, wir haben da wieder einen Fußmarsch. Wir müssen da wieder ausrüsten, nämlich die Magie, die Illusion und das Hellsehen rechts passt ja eh. Kodlak getötet? Ja. Angegriffen. Wie konnte das innerhalb der Mauern von Weißlauf geschehen? Ja, das frage ich mich auch. Echt wahr? Ich hörte, dass ihr angegriffen und euer ehrenwerter Anführer getötet wurde. Ich möchte euch mein Mitgefühl ausdrücken, Gefährte. Ja, danke. Echt? So, schnell. Ich weiß, dass Kodlak Weißmähne zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Möge seine Seele auf ewig in den Hallen von Sovngarde leben. Danke vielmals. Ja, ich versuche mich ja nicht zu verzetteln hier. Bleib mir mit dieser Magie. Ja, das wollen die Jungs ja überhaupt nicht. Elsin, rechts, ja. Ich habe da jetzt was gehört und das kann nichts Gutes bedeuten. Ich mache da kurz eine Pause, weil mein Controller gibt den Geist auf. Nur einen kurzen Schnitt, Leute. So, und weiter geht's. Da kann irgendwas nichts gut... was war's denn jetzt? Schmarrn. Hilsen, wo ist denn das Zeug jetzt? Rechte Hand, komm her. Da, rechts vorbei. Und darunter. Nicht, dass wir die Abzweigung verpassen hier wieder. Ja, wir müssen da am Felsvorsprung entlang. Und ja, wir sehen da nicht unbedingt viel. Dann laufen wir halt gemächlicher. Ups. Ja, cool. Aha. Ah, doch, darunter. Passt schon. Wo müssen wir da hin? Ja, komm, lass uns in Ruhe. Da laufen wir jetzt da durch die Gegend im Schneegestöber und so. Ich glaube aber, wir haben es bald. Das dürfte es ja sein. Darauf. Okay. Gefunden, Leute. Und weil unsere Adrenalin so langsam sind, respawnen wir die gleich einmal hier. Auf geht's ins Grab. Irgendwie schade, es kein Hund, kein Feendahl, gar nichts dabei. Ja, von wegen Armee, ja, die werden mich nicht so schnell zusammenbekommen. Die sterben uns weg, wie die fliegen oder verschüssen sich. Das ist die letzte Ruhestätte Isgramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Kommt ihr nicht? Was kommt hier nicht? Was? Warum müssen wir... wie gelangen wir hinein? Warum müssen die ursprünglichen Gefährten? Ihre edelsten Krieger ruhen an Isgramors Seite. Ihr werdet euch ihnen beweisen müssen. Es ist nicht so, als wäret ihr ein Eindringling. Ich möchte wetten, dass sie uns sogar erwarten. Sie wollen lediglich sichergehen, dass ihr würdig seid. Bereitet euch auf einen ehrenvollen Kampf vor. Okay. Wie gelangen wir hin? Bringt Wutrat nach Isgramont zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Kommt ihr nicht mit? Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Ja, okay, Wilkers. Ohne Helm schaust du echt besser aus. Cool. Gut so. Das hast du uns jetzt erklärt und wir schauen uns jetzt mal um, was es da alles gibt. Da ist ja ein Typ. Da ist Farkas. Ja, Farkas, du bist mein Liebling. So,
Das werden wir dann nochmal aktivieren. Wir nehmen nochmal das Zaubertrank, die Blumen. Abgeschlossen. Geldbeutel. Das Pelzzeug brauchen wir nicht. Da liegt ja auch Eisenschwertgriff. Aha. Ja. Was weiß ich. Trollschädel. Ja, und du? Wieso? Sind wir da überlastet jetzt? Ja, natürlich. Natürlich, Leute. Ja. Was haben wir da für einen Schmarrn beim Silberschwert? 15, da hauen wir weg. Einmal und zweimal. Zwergenschmarrn da. 10. Und ist noch immer zu wenig. Das brauchen wir. Noch ein Silberschwert. Was haben wir da alles dabei? Bekleidung. Das ist alles nicht schwer. Das ist schwer, ja. Egal. Gut so, dann laufen wir mal zu. Wo müssen wir da hin? Schauen wir gleich mal beim Quest nach. Ja. Wo ist denn die? Was? Da ist nichts, dann gehen wir da rein. Einfach, ja. Da ist auch nichts. Okay. Ich rieche Schwäche. Ich rieche Schwäche. Ja, Skiefer. Ah, da gibt's. Einen coolen. Einen coolen. Was haben wir da? Rüsten wir uns da mal aus. 2, 3, 4, 5. Und dann noch ja irgendein Schwert dazu. Okay. Nordbogen und ja. Schmarrn. Wir sollten den ganzen Schmonzens wegschmeißen, glaube ich. Farkasch, gehst du mit uns? Und? Was machen die da jetzt? Ah. Lass mich denn nehmen. Da unten sind noch Jungs. Oh, geblockt. Cool. Da sind noch drei Jungs. Da. Ich hau extrem oft daneben, ja? Da, noch drei. Da drüben. Was? Wo sind denn die?
Kommandanten kommen! Spinnen. Spinnen, die Spinnen, die Spinnen. Echt wahr. Da noch mehr. Da Spinnen. Und eine große Spinne wahrscheinlich auch noch irgendwo. Ja. Gib mir einen coolen Move. Ne, gibt's keinen coolen Move. Gibt's keinen coolen Move für die Spinnen, echt wahr? Für Kotlak. Was für Kotlak? So, lass uns da vorbei, komm, Mädel. So, ich brauche ein Schwert auch noch, ja. Und das Schild, wo ist denn das? Da kommen wir. Ein Heraufforderer ist in der Nähe. Zu stören. Ja, na endlich, Leute. Da gibt's noch einen. Wo ist denn der? Wir müssen da. Wo? Ihr seid schwach, Sterblich. Nee, das ist. Ja, cool. Da ist noch wer. Komm. Schnell. Bevor die Jungs die alle platt machen. Ist ja echt gemein. Ah ja, wie gesagt, Leute, wir machen hier mal einen kurzen Schnitt. Es dauert schon wieder viel zu lange. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es da heißt, ja. Ah, Kotlak. Seele zu retten. Euer Toso. Bis gleich. Ciao.